Heute mal wieder a movie from me. Und wir werden mal gucken nach dem Wetter. Also es ist sehr stark bewölkt, ihr seht es hier. Und es ist im Allgemeinen so, es regnet seit anderthalb Tagen. Das heißt, wir haben eigentlich keine Möglichkeit rauszugehen und draußen zu filmen. Deswegen müssen wir nochmal einen Home-Movie machen und dann müssen wir mal gucken, was ich euch mal zeigen wollte. Also es ist hier wunderschön. Aber unser Nachbarbalkon ist ganz schön. Zeige ich euch mal. Wow, seht ihr das? Also es ist so, ich höre die Tauben da immer. Nachts. Aber egal, soll ja nicht das Thema jetzt sein. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ja, wie gesagt, wir wollten ja gestern raus, wir wollten auf die Bank und dies und das und ja, es regnet. Also es regnet so zwei, drei Stunden, dann ist mal wieder eine Stunde Ruhe, dann regnet es wieder. Aber wir haben uns gestern mal fetten zu Hause gemacht. So, dass ja mein Mitbewohner jetzt kommt, heute Abend. Und haben wir natürlich mal eine große Reinigung gemacht, sauber gemacht, alles geputzt. So. Also heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar gleich im Vorfeld. Ich würde es echt riesig freuen, wenn wir die Tage noch auf 3000 Abonnenten kommen. Also bitte kurz anklicken, wenn ihr wissen wollt, wenn ich online gehe. Glocke betätigen. Ansonsten hätte ich noch eine große Bitte oder eine Anfrage. Und zwar bräuchte ich für eine sehr, sehr gute Bekannte ein Billardtisch, allerdings einen sehr guten gebrauchten. Also ich mache mal einen Aufruf, vielleicht kommt dabei was raus. Werden wir sehen. Also ist jetzt nicht so, dass es unbedingt sehr drängelt. Also wir haben schon 14 Tage Zeit. So, ansonsten würde und du schläfst noch. Das sieht man hier. Ein kleiner Racker, also so ein Wundergarten hat seine Milch gekriegt und schläft weiter. Wir müssen natürlich jetzt in nächster Zeit, ein Bekannter kommt hier und dann werden wir uns hinsetzen, dann muss ich ja Strom und Wasser noch bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber ich habe da völliges Vertrauen zu dem. Ansonsten haben wir hier einen guten Esstisch hinstellen, weil wir müssen ja jetzt langsam anfangen. Also ich habe jetzt ein bisschen geschlampt. Also, mit Otto seiner Schule, nicht geschlampt so, wir haben ja dazu mal immer, sind wir früh um 8 auf, haben dann 20 Minuten, 30 Minuten was gelernt und das haben wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen einschlafen lassen, weil er ja im Mai wieder in die Schule, geht, werden wir jetzt mit wieder anfangen, so. Aber ihr wisst Bescheid, ich nehme euch ja mit. Ansonsten würde ich mich heute mal über Teilmädchen unterhalten, wie ich das manchmal so denke und wie ich denke, wie man das am besten alles handhaben tut. So, in dem Sinne wird ich habe noch was kurz. Moment. Und zwar haben mir ja einige Leute geschrieben, ich weiß jetzt, es ist eigentlich nicht böse gemeint, das ist alles so, ihr habt ja nicht bezahlt. Also es gibt ein Movie von mir, Don Muang Bangkok. Und da habe ich mir eine Kokosnuss geholt. So, ich zeige euch mal den Ausschnitt. Ja, ich erkläre gleich mit dazu. So. Oh. Also. Ja, wir haben ja Geld. Also. So, und hier habe ich ihr das Geld gegeben. Und jetzt seht ihr gleich. Jetzt in dem Augenblick, wie sie das Geld sammelt. Ihr seht auch eigentlich, dass sie da 20 Spatt in der Hand hat. Also, ich würde mal so sagen, Werbung.
Also bei mir ist das so, wenn ich öfter so ein bisschen verbimmelt bin und zu viele Sachen im Kopf rumschwirren, kann das schon mal passieren, dass ich aufstehe und einfach gehe. Aber es ist noch nie passiert, dass ich da aufgestanden bin und gegangen bin. Es ist immer, die Teile sind da immer nett, die rufen natürlich gleich zurück, wenn du nicht bezahlt hast. Also mach dich da keine Sorgen, ich bezahle schon meine Kokosnuss. Das hat ja nur 20 Spott gekostet. So, also, wir wollen halt mal über Frauen reden und wie man das hier am besten alles handhabt. Es ist so, jeder, der hierher kommt und was mit dem Thai-Mädchen anfangen möchte, sollte immer bedenken, dass wir ein europäisches Denken haben. Und dieses Denken solltet ihr ausschalten, wenn ihr hierher kommt. Ich muss mal schnell. So, also ihr müsst von eurem europäischen Denken weg. Es ist einfach so, dass es in Thailand anders gehandhabt wird. Es gibt hier Liebe. Und Liebe hat in Thailand nichts mit Sex zu tun. Null. Sex ist Sex. Das gehört zum Arbeiten und da. Und Liebe ist Liebe. Liebe heißt, das hängt man hier nicht am Sex auf, sondern dicker. Man kümmert sich um den Menschen. Man geht mit den Menschen ein paar Meter zusammen, man kocht zusammen und hin und her. Sex wird hier etwas in Deutschland sehr überbewertet. Ich kenne das alles, wenn die Frauen sagen, ja, Liebe und Sex gehören zusammen. Davon müsst ihr weg. Es ist einfach so. Und zwar erkläre ich euch das ja jetzt mal an dem Beispiel, wo ich das Moped gekauft habe. Also im Prinzip waren wir 3-4 Tage zusammen. Und dann bin ich ja wieder rausgefahren, wo ich das, das ich ein Jahr später kam. Junge, früh 7 Uhr, Leute. Waren wir dann einen Monat zusammen. Und da waren wir, wie sagen, wenn ich rückblickend auf diese ganze Zeit, sage ich euch zuallererst, ich war mit ihr einen Monat zusammen, ich habe ihr 20.000 gegeben, ich habe ihr das Moped gekauft, jetzt mal abgesehen von dem Pickup, den ich gemietet habe, habe da hoch, habe das alles aufgeräumt. Der Mann kam ja mit der Machete nach Hause, war Hilfe, was das für ein Theater war. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe da, sage ich mal, grob geschätzt, den Moped habe ich ja nur 23.000 minus gemacht. Ich hatte ja 20.000 als Lohn gegeben für den ganzen Monat. Ja, und was da so noch dazu kommt, lass mal da meine Summe stehen von 100.000. Ich sag's euch jetzt ganz so, wie es ist. Also mit Otto natürlich nicht, aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es genauso nochmal machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein Moped kaufen, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe da draufgelegt, ich habe viel Geld bezahlt, aber mich persönlich stürzt nicht. Weil das einer der schönsten Monate in meinem Leben war. Ich war so happy und so glücklich und so verliebt. Und das sollte im Kopf bleiben, dass ich natürlich zu Hause dann sitze und habe Tränchen vergeudet, wenn sie nach Bangkok fährt und da ratatatat machen tut. Und naja, das ist eben so. Ihr müsst mit den Denken müsst ihr hierher kommen. Ihr könnt hier nicht herkommen und erwarten, dass ihr hier die große Liebe kennt. Ich würde sagen, Witz des Tages. Es ist allgemein so, dass hier wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Wo wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, aber wir nie aus den Thailändern rauskriegen, ist das Gelüge. Es ist natürlich so, für die Thais ist es kein Gelüge. Es ist Schönreden einfach, Entschuldigung, irgendwas zu erzählen. Ihr müsst damit umgehen können.
es ist natürlich, ihr müsst natürlich auch wissen, dass wenn ihr der Datei was erzählt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe kein Geld, dann geht sie davon aus, dass das auch eine Lüge ist. Also es ist, ich habe mich jetzt theoretisch so dran gewöhnt, ich hatte die Tage wieder den Fall, wo ihr eine Datei geklingelt hat und wollte Geld, ja, da lüge ich, was soll ich, ich hatte die 500 Watt, aber ich weiß, dass ich das Geld eh nicht zurückkriege, wenn ich das verborge. Und dann habe ich natürlich auch gelogen. Ich gesagt, ja, ich habe kein Geld, ich warte, dass meine Frau Geld schickt. Bock mir hier, siehst du, ich habe da kein Geld. Es ist für uns sehr, sehr schwer, aber es ist nun mal so. Was ich mit dazu sagen muss, wenn ihr ein Mädchen mit nach Hause nimmt und die kümmert sich um euch, die schneidet euer Brotchen, die steht nachts auf, holt euch was zu trinken, die geht sogar nachts zu 7-Eleven und holt euch was. Das ist für dieses Teilmädchen alles kein Problem. Ihr dürft aber immer nicht vergessen, das ist für das Teilmädchen reine Arbeit. Sie stört das nicht, wenn sie euch füttert zum Beispiel, weil sie kriegt ja, wir müssen das mal so rechnen, es sind 300 Watt Mindestlohn am Tag und sie kriegt ja von euch Essen zu trinken und noch 1.000, 1.500. Über die Preise, die zurzeit herrschen, kann ich euch nicht viel sagen, weil ich zurzeit einfach keine mitnehme. Ich kümmere mich um Otto und ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass es ganz schön gestiegen sein soll von 1.000 auf 1.500 die Nacht bis 2.000. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wer ein bisschen sparen will, der sollte die Summe vorher ausmachen und nicht vielleicht hinterher. Kaffee? Ich habe es eigentlich immer so gehalten. Ich habe nie über Geld vorher geredet. Ich habe dann, wenn ich wollte, dass das Mädchen geht, habe ich ihr sichtlich 1.000 Watt irgendwo hingelegt. Und dann ist sie aufgestanden, hat sich gewaschen, hat sich bedankt und ist gegangen. Es gab dann noch nie Probleme. Klar hat die eine oder andere dann nochmal gesagt, ihr habt Taxigeld oder da hast du nicht noch 500 mehr. Das ist eure Entscheidung. Ich lege es mal gern drauf. Weil wenn ich weiß, dass ich eine super Nacht habe, da sollte man nicht unbedingt aufs Geld gucken. So, ich bin noch immer ein bisschen durcheinander. So, also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Ich werde mir das Movie jetzt nochmal angucken und dann werden wir es hochladen. Und dann werden wir gucken, was wir heute machen. Also, ich würde sagen, bleibt mir ja gesund. Bleibt mir ja treu. Und guckt ja und werdet alle glücklich. Ich bin's.